Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, wir freuen uns hier oben auf unserer Bühne beim Funkelbiwak 2016 die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf, der Landeshauptstadt, begrüßen zu dürfen, und Sie haben das Schmuckstück der Session 2016 in Ihrer Mitte. Wir freuen uns, ihr den Prinzen der Stadt Düsseldorf, der Landeshauptstadt, hallo, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, ich bin ganz aufgeregt. Aber was wäre ein Prinz ohne neben ihm eine Prinzessin zu haben, voller Liebreiz? Sie heißt in Düsseldorf Venezia und diesen Namen hat sie verdient. Wir freuen uns, Venezia Sara auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Die Prinzengarde wird heute angeführt von ihrem Kommandanten Peter Sökelfeld. Genau. So, die Damen und Herren, auch direkt oder der Prinzenpaar zuerst das Wort überreichen möchten. Erst das Prinzenpaar. Hello zusammen. Ja Mensch, das war ja mal ein Aufzug hier. Wir haben gerade noch eben kurz den gesamten Wocheneinkauf erledigen können. Gibt also frischen Käse, frische Eier, alle da. Wunderbar, das erlebt man gerne. Gute Stimmung, alles gut bei euch? Ja. Jawohl, mein Gott, ist das kalt geworden, ne? Aber was willst du machen? Karneval ist in der Winterzeit und wir bringen einfach Freude in eure Herzen, dann wird es schön wärm. Wir sind sehr stolz, dass wir heute, das ist für mich tatsächlich das allererste Mal, nicht nur als Prinz Karneval, sondern auch als Gardist in Ratingen aufmarschieren zu dürfen. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber, euch ein Stück weit auch den Karneval aus Düsseldorf repräsentieren zu können, eine Stadt besuchen zu können, die die Kultband Hahnenschrei hervorgebracht hat. Da sind wir sehr stolz drauf. Jawohl. So. Dann ruft mit mir aus, auf den Reichen Karneval, ein dreifachkräftiges Düsseldorf! Ja! Ratingen! Ja! Hahnenschrei! Ja! So, ihr Lieben, jetzt möchte ich eine Stecknadel fallen hören. Ich gucke mal, ob ich schon warm genug dafür bin, aber lauschet zu den Worten des Liebreizendsten, des Hübschensten. Oh Gott, ja. Ich bin noch nicht warm. Sie ist einfach das Geilste auf der Welt. Und das, was mit mir passieren konnte. Eure Venezia, Sara. Hinlau, Ratingen. Ich bleib mal ein Stückchen weiter hinten, denn das Kleid saugt das gerne auf, was hier vorne so ist. Ich trete mal nicht so weit vor wie du. Ihr Lieben, wir haben Glück gehabt, es hat jetzt aufgehört zu regnen, wir konnten zu euch kommen. Das freut mich natürlich auch für euer Biwak und der kleine Kamerad hier oben, der rastet auch schon förmlich aus vor Freude. Man hat das schön dekoriert hier. Wer es ein bisschen in der Zeitung verfolgt hat, hat gelesen, dass ich ein echtes Düsseldorfer Mädchen bin. Aber was wir hier in Ratingen verraten dürfen, so das erste halbe Jahr meines Lebens habe ich tatsächlich in Hösel verbracht. Also auch ein Stück Ratingen in meinem Herzen. Ja, von mir aus jetzt auch, habt einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hoffen, wir beten nach oben, dass Petrus es auch trocken lässt, dass er hier ein tolles Biwak feiern könnt mit viel Stimmung. Und ruft auch mit mir zusammen aus auf unseren Karneval, den wir zusammen feiern. Ein Dreifach. Düsseldorf! Ja. Ratingen! Ja. Düsseldorf! Ja. Vielen Dank! Ja, wir sind nicht mit leeren Händen gekommen. Wir dürfen unseren Prinzenpaarorden verleihen. Und zwar an den lieben Ralf und den lieben Michael. Bitte einmal zu uns. Aus, auf die neuen Ordensträger, ein dreifachkräftiges Ratingen, ja! Die Ordensträger, ja! Und der Rheinische Karneval. Ja! Herr Präsident. Herzlichen Dank, lieber Prinz. Ja, auch die Roten Funken möchten natürlich euch mit Orden auszeichnen, weil es uns eine große Ehre, dass ihr heute Morgen bei diesem ja wirklich bescheidenen Wetter zu uns gekommen seid. Lieber Hanno, liebe Sarah, auch aus den Händen unserer Mariechen und unseres Vizepräsidenten Peter Thomas, die Orden der Session. In diesem Jahr, du hast es eben erwähnt,
mit dem Hahnenschrei als besondere Auszeichnung für den großen Erfolg beim WDR Jektuell. Der Hahn diesmal prägend drauf. Eine unserer 12 Abteilungen ist der Hahnenschrei. Und da sind wir halt dieses Jahr besonders stolz drauf gewesen, sowas überregional erreicht zu haben. Euch beide, lieber Hanno und Sarah, möchten wir einladen. Und zwar jetzt nicht zu einem Grillabend oder sonst was. Im Nachhinein, wir haben uns sagen lassen und unser Zeremonienmeister hat es mir auf meine Programmkarten geschrieben, ihr seid begeisterte Golfspieler. Und die Roten Funken, wir veranstalten jedes Jahr ein großes Golfturnier. Und deshalb würden wir uns freuen, euch als Gäste bei unserem Golfturnier, ich weiß es gar nicht, 21. Mai, habt ihr mich im Kopf, 21. Mai begrüßen zu dürfen. Natürlich auch alle, die gerne mitbringen wollen oder sonst was, können sich natürlich auch gerne anmelden, gegen wenige 100 Euro. Aber ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns, so ein sympathisches Prinzenpaar auch in der Nachbarschaft zu wissen und haben viel Spaß. Wünschen euch eine wunderschöne Session und wir rufen auf das Prinzenpaar, auf den Karneval in Eufers-Ratingen. Rote Funken. Prinzenpaar. Herzlichen Dank. Ich weiß, ihr müsst weiter. Vielleicht spielen eure wunderbaren Musikzug euch kurz runter. Dankeschön.